Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu 100 Türen, einem Escape-Spiel, welches es kostenlos auf Steam gibt. Ihr könnt gerne mitraten und miträtseln. Ich bin euer Basti, wir sind in Level 29 und würde sagen, wir machen einfach weiter. Okay, da ist Elektrizität. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, um das Kabel dort aus dem Wasser erstmal zu holen. Das geht gar nicht. Kann ich das isolieren hier? Nee. Ich kann es auch nicht rausholen. Vorher. Okay, dann brauchen wir noch irgendeinen anderen. Einen Schwamm haben wir hier noch. Oder mal Schwamm machen wir damit zusammen. Dann wischen wir das Wasser weg. Dann können wir isolieren. Warum kommt denn immer wieder Wasser? Ach, Moment, hier oben tropft's. Also, Klebeband hier oben dran. Warum geht das nicht? Isolieren geht aber auch nicht. Dann müssen wir hier erstmal abstellen. Es tropft immer wieder neu da drauf. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Also ich kann mit dem hier weg. Dann kommt es aber immer wieder neu. Ach, eine Rohrzange. Okay, dann ziehen wir hier oben das mal fest. Dann wischen wir das hier weg. Dann isolieren wir das. Und dann können wir die Tür öffnen. Okay. Wir sind wieder raus hier. Level abgeschlossen. Sehr schön. Oh Mann. Schlange, Wal, Nashorn. Hier müssen wir wieder. Spinne, Schmetterling. Okay. Ich muss aber irgendwo einen Hinweis geben, welche Reihenfolge wir hier benutzen müssen. Also hier ist auf jeden Fall eine Spinne. Gibt es denn hier überhaupt eine Spinne? Nee. Eine Spinne gibt es hier nicht. Kann ich hier durchgucken? Nee. Den Schal kann ich auch nichts machen, mit den Ringen auch nicht. Schmetterling, Spinne. Ach, warte mal, hier ist ein kleines Tier. Ich muss sie garantiert so ordnen wie hier. Also da, dann kommt hier unten auf jeden Fall der Wal hin. Hier kommt das Nashorn hin. Und hier müsste eigentlich die Schlange hin. Oder? Ja, wunderbar. Ach, manchmal ist es doch einfacher als... Huch. Hallo, ich will da... einschmeißen. Okay, Moment. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, ganz schnell. Hui, 1000 Punkte. Wow. Die Tür haben wir auch geöffnet. Oh, jetzt sind wir wieder hier mit den Schmetterlingen, war das ja. Jetzt hängen hier natürlich andere Sachen. Im Mülleimer ist Papier. Das kriege ich aber nicht dahin. Warte mal, kriege ich das Papier hier drauf? Nee. Nee, hier kann ich nichts machen mit dem Papier. Ich brauche ja einen Code wieder. Ich brauche ja wieder einen Code. Also irgendwas muss ich mit dem Ding machen. Warte mal, hier muss definitiv irgendwas drauf. Das ist doch so ein Drehding. Kann ich das nicht drehen? Das geht nicht. Das kann ich auch nicht sauber machen hier. Zeigt es mir auch eigentlich an, was das ist? Nee, nicht wirklich. Das kann ich auch nicht drauf machen. Ich brauche Zahlen. Ich brauche Zahlen. Ist überall Werbung hier. Ah, hier habe ich nur das Ding. Die laufen hier auch durch. Kann ich nichts aufmachen? Kann ich nichts ziehen? Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen.
Was ist denn das hier? Nee. Das ist auf jeden Fall ein Wischtuch. Ja. Nee, 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 nee. Blumenvase kann ich auch nicht bewegen. Treppe geht auch nicht. Vorhang kann ich auch nicht bewegen. Ich muss irgendwas machen mit den Zahlen hier. Ist das irgendwie sauber hier? So nach oben, so nach unten. Ein Laptop Parcel. Das heißt bestimmt schon wieder Tipp hier, ne? Vielleicht komme ich dann weiter oder kann ich den Lappen nass machen? Komm, ich nehme einen Tipp. Okay. Da ist Kleber drin. Aha. Okay, Moment. Wo ist die Glasscheibe hier? Ganz machen. So, das dahin. Das könnte hierhin passen. Das passt dahin, das passt dahin, das passt dahin und das passt dahin. 21825. 21825. 21825. Okay. Also diesmal ging die Schublade auf. Ich hab's leider ein bisschen selber verkackt. Okay, Moment. Was? Das sind schon Buchstaben hier. Frankreich. Okay, warte mal. Das kommt dahin, das kommt dahin. Das kommt bestimmt hierhin. L kommt dahin. Oder mal, das sind Buchstaben, ne? So wie ich das sehe hier. Dann kommt das. Ne, das kommt nicht dahin. Wo kommt denn das hin? Das kommt hierhin. Das kommt da rein. Ach Mann. Pyramide kommt auch nicht da rein. Das kommt da rein, das kommt da rein. Buchstaben kommen in der Mitte. Das Ägyptisch. Das Ägyptisch. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt auch hier rein. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Das da, das da, das da. Jetzt muss ich gucken. Was sollte geklappt haben? Ah, hier ist noch so ein Ding. Ah, das war verkehrt. Mist. Also, das ist ägyptisch. Das ist ägyptisch. Das ist nicht ägyptisch. Das, 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 das. Das, das und das und dann die Buchstaben hier in der Mitte. Ah, Mist. Ach Mann. So, jetzt aber, ne? Nicht wieder verkacken. Nicht durch. Oh, Gott sei Dank. Puh, meine Güte. War knapp. Bin ich nur noch mathematisch hier. Ist auf jeden Fall ein neuer Raum. Hier ist eine Kiste, da komme ich nicht ran. Da kann ich auch nichts machen.
Aufmachen nicht. Alpha, Beta, Gamma ist das. Alpha ist 9 mal 0 ist 0. Das ist 8. Und das ist eine 2. 082. Oh gut, da war relativ einfach. Manche sind wirklich schwer. Also mit der Karte kann ich jetzt nichts machen. Hier sind Flaggen. Mhm. Das hat was mit den Flaggen zu tun. Muss ich gucken, wie viele Farben hier drin sind, oder? Das sind dann die Codes. Wahrscheinlich. Das muss ich mir ja eigentlich aufschreiben, das habe ich da ja gar keine Chance. Also wie oft haben wir grün hier drin? Mal gucken. Also grün 1, 2, 3, 4. Gelb ist 1, 2, 3 mal drin. Pink ist 0 mal drin. Rot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weiß 1, 2, 3, 4, 5. Und blau 1, 2, 3, 4, auch mal eine 5. Ich hoffe doch mal, dass die Farben alle zählen. Kann man ja sehen. Also 4, 3, 0, 8, 5, 5. Ha, das hat sogar gepasst. Sehr gut. Und wenn man sich das aufschreibt, geht das eigentlich relativ einfach. So, jetzt sind wir da in der Kantine. Wir haben eine Fliegenklatsche. Wir müssen wahrscheinlich die Fliegen hier irgendwie... Das klappt aber gar nicht. Ich kann auch nicht die Fliegen hier mit der Fliegenklatsche her. Kaffee. Licht. Kann ich die ja irgendwie klatschen oder so? Nee. Okay. Ich muss die doch alle Fliegen fangen, ja. Sehr schön. Puh, jetzt ist Ruhe. Meine Güte, ganz schnell hier durch. Ganz schnell hier durch. Und weg. Aber wir brauchen wieder einen Code. Wir haben eine Blumenvase. Warte mal, wir können die Blumen auf jeden Fall gießen. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zählen, die Blumen. Wie es von der Farben her passt. Weiße Blumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelbe Blumen. 1, 2, 3, 4, 5. Blaue Blumen. 1, 2, 3, 4. Pinkfarbene Blumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und rote Blumen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe doch mal, dass das passt. 6, 5, 4, 7, 5. 6, 5, 4, 7, 5. Ja, wunderbar. Da haben wir auch diesen Raum wieder mit unseren zählerischen Künsten gemeistert. Okay, lass mal schauen. Hier ist wieder was mit Zählen. Rot, Gelb, Blau, Grün. Rot, Gelb, Blau, Grün. Okay, Moment, wir müssen zählen wahrscheinlich. Rot ist 1, 2, 3. Gelb 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Blau 1, 2, 3. Und grün 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Hat das geklappt? Nee. Ah, ich muss von Gelb... okay, dann muss ich mit Gelb anfangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rot. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn der Stuhl mitzählt. Blau. 1, 2, 3.
Und grün 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat auch nicht geklappt. Boah. Also keine Ahnung, ob der Stuhl und die Lampe mitzählen. Fangen wir nochmal mit Gelb an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nur die Bücher zählen. Nicht die Tische und das andere, was darum drum ist. Okay, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Oh, was ist das denn hier? 2, 9, 5, 1. 2, 9, 5, 1. 2, 9, 5, 1. Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, das ging schnell. Wow, 1000 Punkte haben wir bekommen. Juhu. Komm, wir machen noch ein Level. Was muss ich denn jetzt machen? Okay. Snake spielen. Okay, da mir auch nicht. Ich denke mal, das ist verkehrt gewesen, was ich da gerade mache. Vier Äpfel noch, drei noch. Okay, okay, okay. Einen noch. Sehr schön. Okay, wir haben eine Runde Snake gespielt. Haben wieder Geld verdient. Und ich würde sagen, schnell mal speichern. Sehr gut, Level 41. Haben wir fast die Hälfte durch. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder im nächsten Part ein. Dann geht es weiter mit 100 Türen. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.